Hallo und herzlich willkommen zum Meisterschaftsspiel. Ich muss leider gerade sagen, das erste Meisterschaftsspiel habe ich unentschieden gespielt und da ist leider die Aufnahme verkackt. Und ja, jetzt muss ich das leider neu aufnehmen, aber jetzt habe ich nur noch ein verbleibendes Spiel und ich muss noch einen Punkt holen, heißt unentschieden wird mir reichen. Ja, Snyder, Gomez, Xabi Alonso, Fabregas, Di Maria habe ich gesehen, Puyol und so. Lars ist mit dabei natürlich. Ja, ich bin damit dabei. Und die Folge kommt eigentlich auch nur raus, weil kein Weltorakel gibt und deswegen habe ich einfach gesagt, machst du mal FIFA Ultimate Team, weil da habe ich Bock drauf. Und deswegen kam die Folge. Schmelzer habe ich mir neu geholt, wie jetzt gerade im Bild. Wollte ich noch sagen. Und zwar Bundesliga kommt ganz normal um 15.30 Uhr kommt's raus. Ich sag aber noch nicht welches Spiel. Ja. Und halt heute Abend, wie gewohnt, 18.30 Uhr, der nächste Teil von Ultimate Team, wahrscheinlich dann in Liga 3. Jawohl. Und Schuss. Ach, naja, okay. Du wirst gerade ansprechen. Ja, geht aber schon um Fußball. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast in der Nacht. Da war irgendwie so ein Junge, der durfte dann, das war der erste Typ, der mit Prothese beim richtigen Fußball mitspielen durfte. Naja, hab ich nicht mitbekommen. Ja, keine Ahnung, der hat dann halt eine Prothese und dann normalerweise darfst du ja, wenn du dann halt eine Prothese hast oder halt ein Bein, sag ich jetzt mal, darfst du ja normalerweise nicht am richtigen Fußball spielen. Du musst ja extra so behinderten Fußball, sag ich jetzt mal. Oder eingeschränkten Fußball spielen. Ja. Da war dann der erste Typ, der dann mit Prothese im richtigen Fußball spielen durfte. Warum durfte der das? Das weiß ich auch nicht. Kommt dann Tokio frei. Schade. Halb so mitgekriegt. Ne, ich hab da gar nicht mitbekommen. Aber was ein Thema ist, Beckham, hör auf. Beckham, ja, hab ich auch gesehen. 24 Titel oder so. Hat viel in seiner Karriere geschafft auf jeden Fall. Ja. Auch wenn nicht, Welt gekommen. Ja, auch wenn, ja, das stimmt. Auch wenn nicht immer positive Zeilen von ihm kamen. Ich freue mich schon auf die Dribblings. Also AC Mailand war er, Real Madrid, dann irgendwo eine Jugend. Jetzt bei Paris. AC Mailand, LA Galaxy. Madrid, LA Galaxy. Ja. Ich glaube, das waren alle. Ich kann noch ein bisschen so bei... Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, Falcao ist in der letzten Folge, der ist gar nicht 1,83 groß, sondern sogar nur 1,77, also das war echt mega gut, den ins Tor zu stellen, also war stark. Ja, so Bälle entgegenlaufen haben sie nicht so. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jawohl, korrekt. Gomez tritt über den Ball. Das war ein Top. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, war ein schlechter Pass und mein Spieler ist verletzt. So eine Scheiße. Ich hasse es. Sind's hier spanisches Cup-Team da. Cup it away. Spielen als Challenge? Nein, ich wollte es erzählen. Ja, stimmt, genau. Habe ich ja vorher gerade schon erzählt, aber die Aufnahme ist ja verkackt. Ja, wir haben gerade, also ich auf jeden Fall, habe Copa del Rey Finale geguckt. Und Atletico Madrid hat überraschend gewonnen und Cristiano Ronaldo hat sich mal eine schöne rote Karte abgeholt. War jetzt hart nachgetreten so und irgendwie den Spieler im Gesicht getroffen. Also nicht mega, sondern einfach nur gestriffen, aber allein schon der Versuch ist ja zu bestrafen. Und das gab da mal schön rot. Allgemein war aber ein gutes Finale, fand ich. Also war Real Madrid dreimal Pfosten getroffen, hatte viel Pech. Schiri war aber ganz gut, hat mir echt gefallen. Nur vielleicht, das hätte fast 11 Meter für ihn gegeben. Hätte nur vielleicht ein paar mehr gelbe Karten für Atletico, weil der Ronaldo wurde mega ganze Zeit im Spiel, wird jetzt umgetreten, aber halt gefoult. Jetzt nicht rumgetreten, aber schon gefoult. Ja, und da hätte man vielleicht durchgreifen können, aber sonst war das ein ganz gutes Finale, fand ich. Ich habe ja letztes Mal über das Europa League Finale gesprochen, da warst du nicht dabei. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Hast du auch geguckt. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, Benfica war nicht schlecht auf jeden Fall. Ich hätte den schon gegönnt eigentlich. Ja, ich auch. Okay, der hat insgesamt 788 Spiele gemacht. Boah. In 788 Spielen 134 Tore. Was ist das? Ein Eigentor, 151 Vorlagen, 154 gelbe, 2 gelb-rote, 7 rote, wurde 83 Mal eingewechselt und 177 Mal ausgewechselt. Und wie viele Fouls hat er gemacht? Schade. Also sagen wir mal so, Messi macht die 134 Tore in 2 Saison. Okay, der hat 107 Champions League Spiele gemacht, 31 WM Qualifikationsspiele, 264, ist auf einmal die größten Zahlen. 107 Champions League Spiele? 107 Champions League Spiele, ja. Okay.
Vielleicht, wenn ich da drauf drücke, kann ich vielleicht gucken, welche Mannschaft. 77 mit Menu, 26 mit Real, 2 mit Paris, 2 mit AC. Ein Spieler am Boden, sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Ich komme wieder nicht durch, also wie gerade. Abgefangen hat er da den Ball. Auf jeden Fall, ja, und dann halt. Dann die meisten Spieler hat er halt. Oh, das gibt Rot, das gibt 100% Rot für den Schmelzer. Erstes Spiel, er kriegt direkt rote Karte, da kann ich sein, ne. Egal, ich habe Araujo noch nicht verkauft. Ich habe gerade noch gesagt, also vorhin habe ich gesagt, ich verkaufe den Araujo noch nicht, falls der Schmelzer mal eine rote Karte bekommt, ja. Schon ist es passiert. Ja, so kann es weitergehen. Und da. Wohl ein Punkt wird mal reichen, ne? Top. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Was macht er denn? Ich kann jetzt auch, glaube ich, gucken, wo der alles gespielt hat. Ja, England, U21, Paris, AC, in England, Los Angeles, also LA Galaxy, Real Menu. Ah, schade, hatte eine große Chance. Ja, habe ich gehört. Er grätscht hinein. Ich muss umstellen, ich muss den Schmelzer, so Linksverteidiger, schon ganz schön wichtig. Also der hat schon überall gespielt, der Typ. Ja, Italien, Spanien, England. Fehlt eigentlich nur Deutschland. Damals war Italien noch gut. Ja, hier AC hat er aber da schon gespielt, wo nicht mehr Italien so gut war. Lass mal was hören hier. Na, oder nicht. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ah, so 0-0 wird jetzt hoch, mir weiterhelfen. Also ich wäre Meister, also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Das sieht gut aus. Also England hatte 115 Spiele und 17 Tore gemacht. Wo war der also meiste Zeit in England, oder? Obwohl LA Galaxy war der auch mega lange. Ich mache jetzt einfach Nationalelf, ne? Ach so. So. Ja, und Rekordspieler, ne? Da gibt es, glaube ich, deutlich mehrere, die viel mehr Spiele gemacht haben. Denke ich auch mal. Also ist der S-Wein mal spitz auf Fuß. Jawohl, da läuft er. Korrekt. Und da macht er das 1-0. Ja, schönes Tor. Schön im Winkel oben links. Ja, 45. Minute. Sehr schön. Ich weiß nicht, wo man notieren. Weiß nicht, da steht das ja. Oh, das können wir uns mal, das können wir uns mal geben, das Tor. War nicht angedreht, war eigentlich ganz normaler Schuss, aber schön oben links verwandelt. Jetzt müsste der schon 2 Tore machen, damit ich nicht Meister werde. Also, das müsste doch eigentlich reichen. Beck. Na komm, Beck läuft aber außen. Beck jetzt. Aktuell in der zweiten Liga. Wahrscheinlich wird da gleich passieren. Guck mal, da steht da ganz hinten frei. Nicht da, aber man könnte mal draufziehen. Ah, war abgefälscht. Zu dem wollte ich zwar nicht, aber... Ja, der Ball war im Tor aus. Ich kann den leider nicht gucken, gesamte Spielzeit. Ich kann es nur gucken, wer in der Europa League 1996 die meisten Spiele gemacht hat. Wie ich das wissen, Alter. Oh, der Beck. Weil, ne. Die meisten Tore. Die meisten Tore in der Champions League? 1996. 1:0 nach 45 Minuten. Das ist immer blöd. Ellen. Oder vielleicht auch eine Chance, wenn man in die Halbzeit dezimiert geht. Aber es wird das immer 4:6. Sagen wir mal Euro 2004. Nein. Ich find, es war hart, die meisten Tore. 4. Boni. Hey. Wir spielten schon total lange jetzt in England. In England? Verpersi. Gigs. So ungefähr gefühlte 21 Jahre. Das sind keine gefühlte Jahre, das sind wirklich 21. Wertvollster Spieler, Wayne Rooney. Und jetzt starten sie ihren Konter. Ja, wertvollster Spieler. Tom Verein in England ist Dings. Menu. Und Schuss. Oh, haut er den nachher drauf, nicht rein. Rein wäre schön. Und Grätsche. Ja, Rekordmeister Menu nehmen wir 20 Mal. Liverpool hat 18, glaube ich, oder 17. Fuck, 1-1. 53. Pedro. Und dann so ein scheiß Schlenztor. Wertvollster Spieler gesetzt. Kacke. Ich glaube nicht, wo die meisten Spiele für England gemacht hat. Naja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, in Lamp hat der, glaube ich, schon mehr gemacht. In England hat der 83 Spiele. Ah ja, was wir noch auch sagen können, die USA-Reise, wo der Löw keine Bayern und fast keine Dortmund-Spieler, da ist nur Bender und Großkreuz. So sieht ein Pass aus. Ja. Ah, nee,
Flanke kommt nicht. Aber Nachschuss. Kommt. Oh, der ging fast noch rein. Neu nominierte Max Kruse und Aaron Hunt fahren mit, genauso wie Reinhardt. Ich glaube, Reinhardt war, hat aber schon ein Spiel. Und ja, auf jeden Fall, die USA-Reise könnte lustig werden mit den Spielern. Ich glaube, mit der Abwehr bekommst du die Hucke voll, aber zum Glück spielen sie nur gegen USA und gegen Ecuador. Nein, 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 nein. Also, hier kannst du gerade nur gucken, halt jetzt im aktuellen Kader, wer die meisten Spiele gemacht hat. Das ist Ashley Cole. Ja, stimmt. 101. Hast du mitbekommen mit der USA-Reise, mit dem Kader? Ja, ja, klar. Was sagst du dazu, zur Abwehr? Ja, Abwehr weiß ich jetzt gar nicht. So viele. Westermann, Hövedes. Ja. Wolscheid. Ja, Wolscheid finde ich da sogar noch fest. Uiuiui, fast am besten. Ja, ist nicht schlecht. Ja, was heißt nicht schlecht? Er ist halt... Torhüter war, glaube ich, auch nur... Testing, Adler und... Weinfeller? Zieler. Weinfeller wird niemals... Kiesling hat auch gesagt, Kiesling wird auch nicht mehr national. Das verstehe ich auch nicht, ne? Jetzt hätte der vielleicht mal die Chance. Ey, kommt. Ja, ich meine Klose. Ist ja da. Ja, aber hätte trotzdem... Ich bin mal gespannt, wie Klose aufhört. Der braucht ja nur einen Schirmer. Okay, der könnte Reus spielen lassen, so, ne? Aber ich meine, wenn der nicht dabei ist, also ich würde mal... Hä? Der Löw spielt eh immer ohne Stürmer. Ja. Also so wie Spanien spielen die halt. Ja, mit der Fall. Also ich denke mal, wenn sie gegen Spanien spielen, spielen sie, glaube ich, aber eher mit Gomez. Als mit einer falschen 9. Gucken wir mal bei Deutschland. Oh. Weltrangliste sind wir auf Platz 2. Wissen wir ja, wertvollster Spieler, André Schröder. Weltrangliste? Wie meinst du das? Durch Deutschland, ja, oder? Deutschland. Auf jeden Fall der erfahrenste Spieler. Was denkst du? Der erfahrenste Spieler, weiß ich. Schweinsteiger. Nee. Dann Podolski. Nee. Klose. Ja. Klose hat 26 Spiele für Deutschland gemacht. Na, ich hätte vielleicht ablegen sollen, wobei. Scheiße. Sidney Sam und so wird ja auch. Ja, stimmt, Sidney Sam fährt auch mit. Ja, super, jetzt gehe ich auf Deutschland, links da findest du Schweinsteiger oder so. Nee, jetzt nein, nein, boah, passt da 2-1 für den, ey. Jetzt kann ich die 11 vorlesen, oder ach, die wird die 11, also die ganzen Spieler, die, ne, glaube ich, mitfahren. Kader, ja. Adler, Zieler, Ter Stegen, Beck, Hövedes, Westermann, Jansen, Merzacker, Bolscheid, Reinhardt, Aogo, Draxler, Müller, aber der Nikolai, ja. Ja, Nikolai, ja, stimmt, Nikolai Müller ist auch neu von Mainz, der hat eine gute Saison gespielt, also... Evan Hunt, Larsen, Sven Bender, Sidney Sam, Kevin Großkreuz, Max Kruse, Roman Neustädter, Schürrle, Podolski, Klose. Ja, Klose hat, glaube ich, 100 hat er, glaube ich. Oh. Ich glaube, der hat seinen Nutz gemacht, der 108. Und Achtung, genau hingeschaut. Guck mal, der Schweinstein. Ma, mach doch das Tor. Ma, Schürrle, ey. Na, und der Tobias. Von dem Bastian. Oh, der spielt schon offensiv. Der spielt schon offensiv, der Typ. Da freut sich der Trainer. So. Und Schuss. Ah, die Schüsse, die kommen nicht so gut. Also, die Schüsse sind noch nicht so der Hit. Also, so ein Gomez oder so, finde ich. Okay, so ein Gomez wollen wir übertreiben, der den Megaschuss hat. Wieder zur Stelle der Torhüter. Er hält wirklich. Machst du da, ey. Und nach vorne. Bis hierhin zunächst mal den Punkt. Ah, da bringt Zeit. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Weit vor dem Tor, der Kommentator raus. Schweinsteiger tut. Ja, 98. Podolski hat aber, glaube ich, schon 100. Ja, 108. Ah, ja, genau, sorry. 4, 6. Das ist doch die Möglichkeit für... Hast du ein Mikro verschoben, du bist jetzt mega leise geworden. Ja, jawohl, und Esswein. Was machst du? Wer war das, Hermann? Was machst du da? Du hast so viel Zeit, den Ball anzunehmen, ne? Es ist der Führungstreffer. Nein, Gott, das hätte 2-1 sein können und damit die Entscheidung, ey. Wenn richtig Druck da ist, also hier mein Gott, ne. Viel zu unkonzentriert. Ja, hätte ja mal klappen können, einfach mal durchstecken. Fabregas. Ja, 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 dann ruhig. Funktioniert. Das Motto lautet Sicherheit zuerst. Hinten baut sich das Spiel auf, ne, Lars? Genau. Luis Gustav. Ah, der ist verletzt.
Ach du Scheiße, war mein Linksverteidiger, alles offen. Und der schießt dann einen Tüler. Top. Ah, da hätte man rüberlegen können. 2 Minuten Nachspielzeit. Boah, ich hätte einen Tor kassiert, wäre so ärgerlich, ne? 1-1. Wird mir reichen für Meisterschaft. Ich meine, wäre zwar nur 1000 Münzen jetzt, sag ich mal, aber wäre schon ärgerlich. Letzte Möglichkeit. Wenn sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. 1000 Münzen haben wir noch nicht. Ja, für mich ist das viel. Der Gegner hat sich die Kugel jawohl, Ende. Meister. Leben erreicht hat, Alter. Hä? Und damit trennen sie sich. Der Schweinsteiger schon alles in seinem Leben erreicht hat, ey. Ja. Ja. 7-mal deutscher Meister, 5-mal deutscher Meister. 2-mal Liga-Pokal, 1-mal B-Jugendmeister, 2-mal M-Teilnehmer, okay. Aber 10-mal Champions-League-Teilnehmer. Ah, aber Champions-League-Sieg alles Champions-League-Sieg fehlt von noch. 2000. Ja, alles, ja, 2-mal Finalist. Ja, jetzt 3-mal. Jetzt 3-mal, ja. Am besten aber 10-mal im Laufe von 2000, also von 2002 bis 2003, bist du jetzt 12 und 13. Krass, ey. Jawohl, wie viele Münzen habe ich? 5500, korrekt. Davon werden wir jetzt wahrscheinlich den Gündogan kaufen. Einen Moment bitte. So, jetzt hat natürlich der Schmelzer rote Karte, das ist nicht so jetzt verkehrt. Da kaufen wir halt mal den Sorg. Ja, 2 Verträge mache ich gleich, obwohl das mache ich glaube ich als erstes. Und dann... Was dauert das jetzt so lange? Okay. Entwicklung, Vertrag. Schmelze habe ich übrigens für 1200 bekommen. Ist jetzt nicht so verkehrt, also Schmelze ist ja eigentlich ganz schön schnell und hat schon ganz gut defensiv. Aber ja, denken FIFA Aktionshaus hier. Komm schnell 2 Verträge. So. Alle verbleibenden Objekte im Verein speichern. Wenn wir erstmal die 2 Verträge jetzt verteilen. Und dann Gündogan kaufen. Oder 6er Gündogan. Ich glaube Gündogan ist verdammt gut, ne? Ja, der Gündogan ist nicht schlecht. Ja, ich glaube ja auch. Schweinsteiger ist, weiß nicht wie teuer. 118.000 ungefähr. Ja, ungefähr kommt hin. Egal, mit Gündogan ist schon. Gündogan hatte ich damals in meinem Team schon, der ist ein super Spieler. Deutschland, ZM war das, ne? Genau, ZM war das, ne? Also nicht ZDM oder so, ZM? Weiß ich jetzt nicht. Ah, ich glaube schon. ZM, Bundesliga, Dortmund. Ich guck mal, ich meine so, ich habe 3500 so, ich guck mal, vielleicht sind der Preise runtergegangen. Ja, auf jeden Fall. 2,6 haben wir hier. Ich habe noch nicht mal zu Dortmund ausgewählt. Warum? Hä, ist doch gerade egal. 2,5. Jetzt habe ich gerade gedacht, der kostet 1500, aber das ist der Bender. Und komischerweise, der Bender hat eine bessere Statistik als Gündogan. Aber Gündogan, ich habe das so gemacht ungefähr, ich habe einen offensiven schnellen, der defensiv jetzt nicht auch gut ist, aber nicht so der Hit. Das ist Gündogan, eher so ein Spielmacher und dann als Gustavo eher so als Abräumer, so spiele ich eher. Und da hat sich Gündogan, also wird sich Gündogan auf jeden Fall lohnen, obwohl der Bender spricht mich auch an, ne? Kann ich auch direkt mitkaufen. Obwohl, ich habe mit Luis Gustavo erstmal guten. Alle verbleibenden im Jahr, genau. Ah, das ist schon mal top. Und ich könnte mir jetzt noch einen Spieler kaufen. Da tun wir mal den Gündogan hin. Bronze-Spieler verkaufe ich erstmal nach und nach, sobald irgendwann mal. Ah, jetzt könnte ich mir natürlich Linksverteidiger kaufen, ne? Wer Schmelzer ist zwar jetzt ganz okay, obwohl ich könnte mir lieber rechts verkaufen für Beck oder so. Oh, Lahm, da gibt es nur Lahm und Piszczek. Und Piszczek ist, weiß nicht, wie teuer, oder? Keine Ahnung, ich hab 10.000. Ja, sag ich doch. Ich versuche mal, aber... Ja, das wird nicht funktionieren. Nee, das lassen wir. Was können wir denn mal kaufen? Linksverteidiger, ich guck mal Alaba. Wenn er nämlich auch untergesetzt wurde, dann würde ich mir Alaba holen. Ne, das ist gar kein Deutscher. Das ist ein Österreicher. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ganz unten gewesen. Wo ist denn Österreich?
Ich glaube bei A, oder? Bei A und dann ganz unten Österreich, oder? Und bei A. Ja, siehst du, sag ich doch. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bei Ö. Kann sein, also ich weiß es nicht, auf jeden Fall war jetzt bei A. Also damals, vor einer Woche oder so, hat Alaba 3500 gekostet. Guck mal, vielleicht kriegen wir 2000. Nee. Auch nicht. Och Mann, ey. Für 3-1. Ne, für 2-7. Mir fehlt ein Spiel. Egal, ich spare so lange. Und dann, beziehungsweise das heißt, ich spare so lange. Ich mache ein Spiel, dann kann ich mir den kaufen. Auf jeden Fall spare ich für Alaba. Ja, so langsam wächst unsere Mannschaft so. Also ich könnte mir natürlich jetzt einen rechts Mittelfeld holen, aber ich hole mir jetzt erstmal. Den kann ich schon mal. Für wie viel habe ich mir jetzt verkauft? 1.400. Ne, verkaufe ich, denke ich mal, nochmal für 1.000. Oh, ich könnte mir lieber einen Stürmer holen, ne. Oder einen rechter. Ich gucke einmal nochmal nach einem rechten Verteidiger. Und wenn ich dann keinen finde, dann mache ich einfach mal Ende. Rechter Verteidiger. Nicht von Bayern, das ist mir egal. Nationalität ist mir auch egal. 2.300. Hat, kennst du so einen guten Rechtsverteidiger? Ja, doch, ich weiß nicht, ob das der Rechtsverteidiger ist. Der Panda oder der Linker. Ah, da weiß ich. Gebre Selassie hat 83 Tempo und 71 Defensiv. Hat aber auch nur 75 Gesamtstärke. Oder Rafinha. Ja, Rafinha ging er hier. Ich finde besser als Beck. Ja, auf jeden Fall. Also im Vergleich kann man jetzt gut sehen, so, da ist Gebre Selassie schneller, defensiv ungefähr gleich, ist aber am Kopf schlechter. Ja, die tun sich beide nix. Der ist einfach nur schneller. Und glitzernd. Also da gewinnt echt nur Piszczek und Philipp Lahm. Philipp Lahm ist, weiß nicht, wie teuer, ne? Ja, ich glaube, da werde ich mir den Gebre Selassie holen. Ich weiß das nicht, ey. Ja, ich spare erstmal, könnt ihr einfach mal drunter schreiben, wenn ich mir als nächstes holen sollte, warte, ich gehe nochmal auf mein Team, könnt ihr da rangucken und dann könnt ihr mal schreiben, drunter, also ich denke mal, als nächstes werde ich mir Alaba holen, schon mal für linken Verteidiger, aber ich linken Verteidiger schon mal so, wie ich das haben will, weil besseren gebührt für links eigentlich nicht, das ist für mich Alaba der Beste im Spiel. Ich weiß gar nicht, wen ich links habe, hab ich, ja, ich habe Alaba. Alaba ist für mich der Beste im Spiel links. Und dann war eine Position, die wahrscheinlich im deutschen Team immer bleiben wird, genauso wie Dante, Dante wird auch mal bleiben. Und dann, aber nur der andere Platz von Innenverteidigung ist frei. Ihr könnt einfach mal drunter schreiben, welchen ich davon raus tun soll und also mir einen neuen Spieler für diese Position ankauft. Ich wünsche euch viel Spaß. Bundesliga-Orakel wird jetzt freigeschaltet und heute Abend um 18.30 Uhr die nächste Ultimate-Team-Folge. Bis dahin, tschüss! Tschüss!